8 Verletzte gab es am Samstag am Ödersee und beim Kraftwerk Traunpukin. Die Wasserrettung konnte glücklicherweise nach stundenlanger Suche alle Personen bergen und dem Roten Kreuz zur Erstversorgung übergeben. Was nach einer tragischen Unfallmeldung klingt und zudem täuschend echt wirkte, war eine Katastrophenhilfsdienstübung, die am 19. September in Traun stattfand. Ja, wir haben mit der Landesleitung im Vorjahr darüber gesprochen, dass es auch notwendig ist, hier in dieser Region um den Badesee Öd und dem Traunfluss einmal eine Großeinsatzübung durchzuführen. Und heute ist es soweit. Das Aufgebot an Einsatzfahrzeugen war groß und weckte das Interesse der Passanten. Insgesamt waren etwa 100 Personen aus den verschiedenen Organisationen an dieser Übung beteiligt. Ja, es sind die Wasserrettung im Teil, Rettung und Militär natürlich auch. Der gesamte Bereich, der also für Hilfe zuständig ist, ist an dieser Übung beteiligt. Der Einsatz war in zwei Bereiche geteilt, einer Tauchübung und einer Wildwasserübung. Ja, die Annahme war, dass bei Sanierungsarbeiten Arbeiter in die Traun gestürzt sind und unsere Wildwassergruppe wurde mit dem Hubschrauber eingeflogen und hat eben die Uferbereiche abgesucht und die Arbeiter gefunden. Bei der Tauchübung war die Annahme, dass zwei Opfer im Wasser sind. Die Taucher haben dann in einer Kettensuche das Gebiet abgesucht und die Opfer wurden gefunden und geborgen. Für uns für die Wasserrettung sind beide Übungen sehr wichtig, vom Tauchen genauso wie von der Wildwasserrettungseinheit. Denn es ist bei uns so, dass ja sehr häufig auf uns, vor allem der Alarm an uns geht, der Ruf geht und für dieses Üben wird, dass wir hier ausgebildete Leute besitzen. Das Bundesheer stellte einen Hubschrauber zur Verfügung, der die Wildwasserretter zum Einsatzort brachte. Die Suche gestaltete sich aufgrund des Uferbewuchses als sehr schwierig. Somit mussten die Wildwasserretter auch die kompletten Uferzonen zu Fuß absuchen. Alle 6 Opfer wurden geborgen und vom Roten Kreuz erst versorgt. Besonders spektakulär war die Hubschrauberbergung eines Verletzten, der an einem Seil hochgezogen und anschließend abtransportiert wurde. Diese Übungen sind für reale Einsätze unbedingt notwendig, aber im Notfall ist doch alles ganz anders. Es ist sicher ein großer Unterschied, speziell bei den Tauchen, weil das ist leider das Problem, dass es ja sehr häufig bei Tauchenfällen eben nur Totbergungen gibt und da muss man dann schon sehr stark sein, dass man das verkraften kann. Alle Helfer der Wasserrettung, des Roten Kreuzes und ähnlicher Organisationen arbeiten ehrenamtlich. Für das Land Oberösterreich bedeutet das eine ungemeine Entlastung. Ja, das Ehrenamt hat bei uns in Oberösterreich den höchsten Stellenwert. Ohne deren uneigennützigen Einsatz wäre eigentlich in Traun nichts möglich. Also ohne Ehrenamt würde man sich viele Sachen nicht mehr machen können, weil es einfach zu teuer wäre, das selbst zu zahlen. Bedenken, schauen wir mal, wenn man sagt, Feuerwehr, wie viele Freiwillige dort sind, Rettung dasselbe, auch Wasserrettung, wäre nicht zum Finanzieren, wenn man das nicht auf freiwilliger Basis machen könnte. Kritische Stimmen, die solche Übungen in Frage stellen und für zu teuer halten, gibt es immer. Aber jeder, der sich in einer Notsituation befindet, wird dankbar sein für die gute Ausbildung der Einsatzkräfte.